Ja, moin moin, meine lieben Freunde. Willkommen, willkommen. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play hier. Wir spielen World of Warcraft Classic. Meine Classic Story. Genau, meine super Geschichte hier mit meiner Magierin, die zarte Rose. Und ja, wir bereiten uns vor, bald ist es soweit. 1-2 Monate noch und dann kommt Lich King raus. Nochmal Classic. Und bis dahin noch einiges zu tun. Genau, ich wünsche dir viel Spaß beim Let's Play. Wenn du Fragen hast, also einfach unten in den Kommentar rein. Ansonsten genieß einfach ein bisschen Classic. Egal wo du gerade bist. So in der Badewanne liegst. Im Garten chillst. Oder abends im Bett liegst. Entspann einfach. Zieh dir einfach ein bisschen Classic rein. Das wird dich auf jeden Fall beruhigen. So, wir haben mal wieder alles verkauft. Also Leidenstoffe laufen auf jeden Fall immer gut. So, was ist meine Aufgabe? Wir waren im letzten Let's Play. Also ich hatte jetzt ein paar Let's Plays gemacht, da habe ich mal wieder nicht gequatscht. Vielleicht kannst du mir da mal ein Feedback geben und sagen, wie hättest du es am liebsten? Findest du, dass ich einfach mal quatschen soll hier bei meinen Let's Plays? Oder willst du einfach mal nur Play? Oh Gott. Einfach mal ein bisschen auf Gameplay chillen. Dann, ja, schreib's einfach mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Wir waren letztes Let's Play in der Kathedrale gewesen, im Kloster. Und ich habe leider nichts gelootet. Es kam leider, also war was, aber ich habe es nicht bekommen. Wir hatten leider noch andere Stoffe frei. Das Licht sei mit euch. So, jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch gar keine erste Hilfe habe. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, wo ist denn der Beruf, oder? Genau. Keine Ahnung, wo der erste Hilfe ist. Ziehe den Ehrenfreund. Ah, Tatsache. Der war in der Kathedrale gewesen. Irgendwie ein. So, dann gucken wir mal. Ach, hier drüben. Ich hab das direkt vergessen. Erste Hilfe war ja auch immer noch da. Da ist er. Grüße. So, deswegen sind auf jeden Fall meine ganzen Wollstoffe immer so ordentlich weggegangen. So, lass mich schauen. Das Licht segne euch. Ah, hier oben. Okay, da brauchen wir ein paar Leinenstoffe. So, was haben wir hier für Aufgaben? 39? 37 plus ist Dungeon. Ich denke, von den Aufgaben werden wir keine brauchen.
So, was brauche ich? Leinenstoff. Ich bin jetzt mal faul und will mal gucken, was der kostet. Leinenstoff. Okay, es geht. Ich denke, das kann ich mir leisten. So, wir brauchen 75 Skillpunkte, um weiterzukommen. Ich würde sagen, auf 2x20 und dann gucken wir, was geht, oder? Ach so, sind nur Gebote. Ach, hier ist Sofortkauf. Okay, für 7 Silber kann man das machen. Aber für 8 Sofortkauf. Probieren wir mal unser Glück. So, mit der ersten, mit dem Leimverband kann ich 66, ja, also heilt in 6 Sekunden 66 Schaden. So, mal gucken, dass ich hier mein, da ich ja selber Wasser herstellen kann, ob sich das überhaupt lohnt für mich. Achso, ja, ich bin auch blöd, stimmt, das ist ja nur für Heilung. Aber damit mache ich auf jeden Fall 552 Gesundheit in von 24 Sekunden. So, jetzt hatte ich die Frage. Okay, ich würde mal sagen, ich kaufe nochmal. Ich kaufe nochmal 40 ein. Ob wir das überhaupt bis so weit benutzen können. So, auf geht's. Thank you.
So, das wird auf jeden Fall das beste Erste-Hilfe-Tutorial auf YouTube. Kappa. So, jetzt wird es schon grün, also können wir direkt nochmal nach hinten gehen. So, ab jetzt gibt es keine Skillpunkte mehr. Waren schon 3-4 Lederverbände. Ein Skillpunkt. Ab 50 bergab. So. Braucht ihr Hilfe? So, da ist, da können wir schon den Gesellen ausbilden. Perfekt. So, damit kann man den schweren Lederverband machen. Leinverband meine ich. Der ist aber auch schon auf gelb. Für den machen wir auch nochmal. Da noch Gegengifte, Wollverband, das haben wir. Leinverband. Lebt wohl. So. Theoretisch könnten wir wollen aber nicht. Leider wurde ja mittlerweile bei Retail ja dieser Beruf deaktiviert. Genau wie Kochkunst, glaube ich auch. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das waren die beiden, oder? Ja, sehr traurig finde. Ich finde immer, wenn man, man hat halt immer was zu tun, ne? Das ist ja wichtig. Gerade so kleine, unnötige Sachen sind, aber wer ist nicht gerne Kochmeister? Angelexperte. Kann alle nicht sein? Ich denke schon. So, ich laufe in die falsche Richtung. Genau. Ich wollte jetzt ins Magierviertel. Genau. Mal gucken, ob ich noch was irgendwas Neues erlernen darf. Oh, die Magierlehrerin hat auf jeden Fall eine neue Aufgabe für mich. Hallo! Da läuft einiges. Arkan haben wir nicht, wir haben nur Kleinigkeiten. Nichts dabei.
Wasserarbeit zaubern. Da haben wir die nächste Stufe. Bei 16 Flaschen. Oh, das ist was anderes. Wir machen ja hier Brot. Doch, hier ist Wasser. Mit 835. Leider nicht ersehen. Wir essen. Was? Magische Rüst. Ist hier, oder? Ne, Feuerschutz. Mal kurz. Feuer ist ja mein Ding. So, da haben wir den Flammenstoß. Den dürfen wir schon mal machen. Den können wir auch machen. Und den Feuer. So, auf Rost haben wir. Ich hier der Blizzard, der darf mal auf Rang 2. Gut. Okay, dann müssen wir ja wohl auf Arkan jetzt die. Ja. Dabei zaubern Rang 4. Und. Ja, das war ein Tor. Und lebt wohl. So, ich kann mir jetzt mal so schlecht merken, was ich genommen habe. Hier blinkt's auch, aber was blinkt denn hier? Intelligenz haben wir auch schon auf 3, ja? Achso, genau. Essen herbeizaubern. 180 Mana. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Mana für, sehe ich gerade. Da bin ich mal gespannt. Und trinken. Hier, Wasser. Dann kann ich ja die Sachen theoretisch ja wegmachen. So, was hatten wir vorher? 552. Dann haben wir hier diese netten Kaiserbrötchen mit 800. Na, ein bisschen wegschmeißen. Hier haben wir genau das gleiche mit... Oh, das sind schon 1300. Jetzt lohnt sich das. War schon... In der Kathedrale, wo wir jetzt drin waren, war es schon ein bisschen eng, muss ich sagen. Das hat schon extrem lange gedauert. So, den Feuerball auf 7. Feuerschlag haben wir auf 4. Bleibt dabei. Jo. Und wir haben den Flammenstoß auf 3. Und das haben wir auch auf 3. Genau, und beim Ost haben wir den Blitz auf 6, haben wir ihn schon auf 6? Haben wir schon auf 6, aber wir hatten, glaube ich, den Blizzard. Und den haben wir jetzt mal in der Hand auf Rangstufe 3. Ostnova bleibt auf 2. Und das. Okay. Dann haben wir das auch und dann, ja. Mal wieder ein Stück weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin weg. Bis zum nächsten Mal und tschüss.